Offensive und stürmische Klosterer erwartete Ingolstadts Coach Tommy Stipic. Stürmisch war zu Beginn der Partie aber nur der Wind im Ingolstädter Stadion. Rein ins Spiel, 3 Minuten sind gerade mal gespielt. Reggie Ofosu dribbelt sich durch bis zur Grundlinie, tanzt Michael Brandl aus und der weiß sich nur noch mit einem Handspiel zu helfen. Klare Sache, 11 Meter. Christoph Knaschmüller läuft an, trocken und eiskalt verwandelt. Frühe Führung also für die Ingolstädter. Die Gäste, die zuletzt dreimal hintereinander den Platz als Verlierer verlassen mussten, brauchten etwas, um sich davon zu erholen, kamen aber dank Cem Ekinci zurück in die Partie. Der Stürmer steht nach der Flanke von Dominik Stolz goldrichtig und nickt zum Ausgleich ein. Die Schanzer versuchten es mit der direkten Antwort. Captain Marcel Hagmann mit dem Ball in den Lauf von Knaschmüller. Der lupft die Kugel über Brunhübner. Die Latte verhindert die erneute FCI-Führung. Die nächste dicke Chance zur Führung hatten die Ingolstädter direkt nach dem Wechsel. Julian Günther Schmidt ist alleine durch, scheitert aber an Dominik Brunhübner. Die Truppe von Florian Schlicker brauchte auch in Halbzeit 2 eine kurze Anlaufphase, wurde dann aber immer stärker. Christian Knorr mit dem Dribbling in den Schanzer Strafraum. Julian Schäf steht am langen Pfosten frei. Klasse Parade von Thomas im Ingolstädter Kasten. Wir springen in die Nachspielzeit. Die Klosterer mit dem letzten Angriff der Partie. Christian Knorr mit dem Lupfer in den Strafraum. Michael Denz senzt über die Kugel und Dominik Stolz steht goldrichtig. 2:1 in der Nachspielzeit. Der SVS geht diesmal also, wenn auch etwas glücklich, als Sieger vom Platz.